Was man auch lernen kann, ist, dass man Großereignisse nutzen kann, um trotzdem Dauer zu machen. Guck mal, diese Dauerorganisation, die es in Katar gibt, die haben die Fußballweltmeisterschaft nicht organisiert. Ihr müsst das richtig verstehen. Die Fußballweltmeisterschaft hat das Königshaus oder Prinzenhaus organisiert. Aber die Dauerorganisation, die dort sind, die haben sehr viel Freiraum. Ich war ja selber dort gewesen. Die können machen, was sie wollen. Das heißt, die haben die, zum Beispiel in vielen Ländern zum Beispiel bist du sehr unter Druck. Du darfst dich überhaupt nicht irgendwie falsch bewegen. In Katar, die können machen, was sie wollen. So, was haben die gemacht? Die haben diese Situation genutzt, haben da Dauer gemacht, Dauerzelte aufgemacht, Leute, Prediger eingeladen, die Vorträge gemacht haben. Da haben tausende Menschen den Islam angenommen. Zusätzlich zu den tausenden, die den Islam angenommen haben, haben viele die arabische Kultur schätzen gelernt, die auch islamisch ist. Und guck mal jetzt in den Medien, auch in Social Medien, die Kommentare. Normalerweise die Leute, der Prinz dieser Minister, dieser katarische Minister redet über LGBT mit diesem Bild, Heini, ja, genau, Heini. Und die Leute darunter sind am Kommentieren, ja richtig, der hat recht, die sollen sich um Deutschland kümmern, nicht um andere Probleme, wir haben genügend Probleme in Deutschland. Und trotzdem war der höflich dabei gewesen, was ich sehr, sehr gut fand, wie er sich dort verhalten hat. Dann, wie sie draußen auf der Straße die Menschen aus Katar, nicht die Leute, die die WM organisiert haben, Essen am Verteilen sind. Das heißt, man nutzt jede Situation, um trotzdem noch Werbung zu machen. Und solche Sachen, die bringen vielleicht mehr als 100 Vorträge. Jemand geht in ein arabisches Land, hat vorher voll die negativen Sachen gehört und auf einmal lernt er nur nette Menschen kennen, die draußen auf der Straße stehen, gastfreundlich sind, Sachen geben und so weiter und so fort. Etwas, was der Prophet auch gemacht hat, als er Medina gekommen ist. Akru salam wa atimu ta'am ala man araf wa man lam ta'rif. Lese den Salam, Grüße und gebe Essen, wen du kennst und wen du nicht kennst. Und das haben wir zum Beispiel damals auch gemacht. Da gab es eine riesengroße Demo. Aber bei uns haben wir es leider in Deutschland mit zu vielen hohlen Birnen zu tun. Insbesondere aus dieser ganzen Takfiri-Abteilung. Das sind meistens Leute, die sehr beschränkt in ihrem Denken sind. Ja? Sehr beschränkt in ihrem Denken sind. Ja? Da haben wir zum Beispiel, da war eine Demo gewesen von Linken. Und wir sind auf diese Demo gegangen, nicht um mit den Linken uns zu vereinen, sondern um da Flyer für Islam zu verteilen, weil da ja zehntausende Leute sind. Und was ist das? Wurde natürlich wieder alles so gedreht, wie eben mit dem Bild, was ich erzählt habe, mit dem Bild von Sujud, der marokkanischen Spieler. Ja.